Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Guide präsentieren. Und zwar will ich euch heute zeigen, wie wir am effizientesten Ehrenabzeichen farmen können. Und bevor ich auf das eingehe, will ich euch erstmal zeigen, für was brauchen wir Ehrenabzeichen. Weil vielleicht ist der ein oder andere dabei, der gar nicht weiß, was es ist und sich dann denkt, warum soll ich das überhaupt farmen, wenn ich nicht mehr weiß, für was ich es quasi brauchen kann. Also, was sind Ehrenabzeichen? Und zwar, hier haben wir Ehrenabzeichen. Und das ist quasi eine Marke, die wir über, grob gesagt, PvP-Aktivitäten erspielen können. Für was brauchen wir jetzt diese Ehrenabzeichen? Und zwar gibt es da verschiedene Verwendungszwecke. Wenn ihr Gold machen wollt über Berufe in Battle for Azeroth, werdet ihr nicht drumherum kommen, Ehrenabzeichen zu farmen. Denn fast alle Rezepte, wo ihr irgendwie Gear craften könnt, das ihr dann auch wiederum verkaufen könnt, brauchen Ehrenabzeichen. Wir können jetzt zum Beispiel hier mal reinschauen. Hier in Boralos, beziehungsweise dann natürlich auch in der Azar Alor, gibt es PvP-Händler. Und die verkaufen, ihr seht, hier Rezepte für Ehrenabzeichen. Und zwar immer für 2 bzw. 4, also Rang 2 immer für 2 Ehrenabzeichen und Rang 3 immer für 4 Ehrenabzeichen. Und da gibt es jetzt verschiedene Rezepte. Unter anderem sind es die Grundrezepte, die 300 Item Level haben, dann gibt es die 340er Rezepte, dann gibt es in Nasjatar die 370er Rezepte und sobald Patch 8.3 kommt, wird es hier quasi einen neuen Händler geben. Ich habe auf dem PTR schon nachgeguckt und dieser verkauft dann die 400er Rezepte auch für dieselbe Anzahl. Ich habe mir das auch mal ausgerechnet, wenn ihr tutti completi alle Rezepte haben wollt, jetzt in Patch 8.3 oder auch die aktuellen von einer Item-Level-Höhe, dann braucht ihr knappe 200 Marken, aber für alle Berufe. Also wenn ihr jeden Beruf einmal habt und alle Rezepte haben wollt, braucht ihr, glaube ich, 198 Marken oder sowas habe ich gezählt, also knappe 200. Also doch eine ganze Menge. Gut, das ist das eine, für was wir Ehrenabzeichen brauchen. Das andere, für was wir Ehrenabzeichen brauchen können, ist für Gear bzw. eher für Transmog-Gear. Denn ihr könnt fast alle Items kaufen, die ihr für alte Contents im PvP bekommen habt. Zum Beispiel können wir jetzt hier einmal reingucken. Es gibt jetzt hier bei Vorlagen-Sets, seht ihr, es gibt dann auch immer so Season-Sets, heißt hier Season 1 und 2 von Legion. Also diese Set-Sachen könnt ihr tatsächlich alle über Ehrenabzeichen auch kaufen. Da gibt es verschiedene Händler. In jeder Expansion gibt es also quasi einen Händlerpool, wo ihr diese Sachen kaufen könnt. Wir können jetzt mal exemplarisch bei einem vorbeischauen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal den in WoD. Und dazu müssen wir jetzt quasi, ich mache das jetzt hier über die Garnison, weil wir da am schnellsten hinkommt. Sturmschild, das heißt das, beziehungsweise das Hordler ist das Kriegsspeer. Und da können wir einmal reingucken. Und ich kann euch dann auch vielleicht mal einmal grob zeigen auf der Map, wo die sind. Wer das genauer wissen will, ich habe da auch schon ein Video zugemacht, wo ich das ja explizit zeige und jeden einzelnen Händler einmal abfliege. Aber ich denke mal, das wird jetzt hier ein bisschen in den Rahmen sprengen. Wenn euch das interessiert, wie gesagt, da habe ich schon mal ein eigenes Video gebastelt. Also, wir gehen jetzt hier nach WoD und können dann einmal hier sehen wir es, Rüstmeister für Eroberungs- und Ehrenpunkte. Eroberungs- und Ehrenpunkte gibt es schon lange nicht mehr, aber die Ehrenabzeichen quasi gibt es noch. Wenn wir jetzt hier mit den Leuten quatschen, seht ihr, es gibt ziemlich viele Items, die wir hier kaufen können, auch Waffen. Und dann kann man sich auch immer so ein Bundle kaufen, quasi alle, also alle für ein Set von der eigenen Klasse und alle Waffen Transmogs. Und wenn wir hier durchgucken, hier haben wir sehr viele, ne? Also zum Beispiel haben wir hier das Season 3 Set komplett und die Season 3 Waffen. Oder hier haben wir, also das ist Warlords of Draenor, das epische Warlords of Draenor Season 3 Zeug. Dann was haben wir hier? Hier haben wir, das ist Season 2, das blaue und so weiter. Also hier hat jeder von diesen Händlern, hat dann andere Items. Und man braucht, wie ihr seht, schon ziemlich viel Zeug. Da haben wir zum Beispiel die Season 2 Epic-Geschichten. Und solche Händler gibt es dann dementsprechend für jede Expansion. Um das vielleicht kurz zu machen, ich zeige es euch jetzt einmal auf der Ali-Seite, aber auf der Horn-Seite ist es ähnlich. Für Classic findet ihr die Items einmal hier in dem PvP-Gebäude drin in der Altstadt. Und da sind auch die Cutter-Dinger. Burning Crusade findet ihr in der Area 52. Das ist einmal in der Scherbenwelt und zwar dann hier Area 52. Da gibt es ein Gebäude, da sind die ganzen Burning Crusade-Typen drin. Dann Red of the Lich King findet ihr in Dalaran in der Kalinisation, also sprich Northern Dalaran. Und dann quasi in Dalaran drin nach unten in die Kalinisation gehen. Da gibt es die Händler.
Dann Cataclysm ist auch in SW mit dabei. Dann ja, MOP ist ein bisschen versteckter tatsächlich. Da können wir jetzt auch mal reingucken. Mist of Pandaria befindet sich hier an der Mauer. Da ist der Rüstmeister, also zwischen Tal der Vier Winde und hier quasi der Schreckensöde. Dann WOD stehe ich ja hier gerade. Und Legion ist dann auch wieder in Dalaran, aber halt im Legion Dalaran. Und ja, halt, falsches Ding. Ich weiß nicht, ob wir da einmal reinklicken können. Genau, bei der Allianz ist es hier oben drin. Bei der Horde ist es, glaube ich, irgendwo hier hinten mit angesiedelt. Und in BFA könnt ihr die Transmog-Items noch nicht bei Händlern kaufen. Das kommt vielleicht erst nach dem Addon rein. Genau. Gut, jetzt haben wir das vorgeplänkelt. Eigentlich schon viel zu lang. Ich wollte es gar nicht so lang machen. Dafür braucht ihr die Marken. Ne? Jetzt schauen wir uns mal die effizienten Wege an, wie wir uns die Marken farmen können. Und zwar prinzipiell bekommt ihr Marken, indem ihr BGs anmeldet, auch Arenen. Sowohl rated als auch unrated. Und wenn ihr sie abschließt, kriegt ihr so ab und an so einen Sack. Und in dem Sack sind quasi Marken drin. Das einfach gesagt. Früher gab es noch die Möglichkeit, dass man in Legion diese Legion PvP Tower spielen konnte, die es hier gab. Aber die bringen mittlerweile keine Ehrenabzeichen mehr. Also ihr seht, die Belohnungen hier von den Legion Tower sind jetzt andere Ressourcen, die man jetzt für die Legendaries aus Legion brauchte, und man kriegt dementsprechend diese Marken nicht mehr. Da konnte man sie früher ziemlich gut farmen. Jetzt gibt es quasi die Möglichkeit, nur noch über BGs das zu kriegen, beziehungsweise man kann es über Special Events relativ gut kriegen. Und zwei Sachen will ich euch jetzt einmal zeigen. Und zwar gibt es hier die Rauferei Kinderspiel. Und hier ist es so, dass ihr eine Quest annehmen könnt. Und diese Quest könnt ihr hier beginnen, Rauferei Kinderspiel Arati. Das ist übrigens jetzt nur die Woche, also wenn ihr das Video später anschaut, dann werden die späteren Tipps vielleicht für euch interessant. Dann könnt ihr hier die Quest beginnen. Ich habe sie jetzt schon abgeschlossen, deswegen, ja, kann ich das nicht machen, aber einfach hier auf den Abenteuerführer gehen, Quest beginnen. Meistens wird die im BG auch geteilt tatsächlich. Und sobald ihr die begonnen habt, queut ihr einfach hier rein, spielt das BG. Das ist gegen eine KI, also das ist so einfach, dass ich habe es noch nicht gesehen, dass man es verlieren kann. Ich glaube, ich habe es heute und gestern irgendwie 20 Mal gespielt. Man kann das Ding nicht verlieren, ja? Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es geschafft habt, das Ding zu verlieren, aber ich meine, es ist unmöglich. Die KI ist echt scheiße. Mit einem Main Druid kann ich sechs KIs alleine umholzen, einfach mit Inka an und wegklopfen, und du gewinnst da eigentlich immer, und das geht ziemlich schnell, was eigentlich zu 70, 80% rausläuft, dass die eigene Fraktion 5 Basen hat, und dann ist das BG innerhalb von 2 Minuten zu Ende, ja, sobald man die Basen hat. Also zwischen 5 und 10 Minuten dauert das. Was gibt es jetzt bei der Geschichte? Also, die Quest, die ihr einmalig machen könnt, bringt euch 5 Abzeichen. Wenn ihr das BG gewinnt, kriegt ihr immer 3 Abzeichen. Im normalen BG kriegt ihr nicht immer Abzeichen, da kriegt ihr nur einen Beutel. Ihr kriegt auch, glaube ich, immer ein Item. Zumindest habe ich immer eins gekriegt. Und dann könnt ihr diesen Sack, den ihr in den anderen BGs kriegt, zusätzlich kriegen, wo dann auch nochmal 2 drin sind. Heißt, ich habe oft, also wenn ich das BG mit einem Char mache, 5 bis 10 Minuten, habe ich zwischen 8 Münzen safe, und dann, wenn ich den Beutel noch kriege, kriege ich nochmal 2, 10 Münzen. Also 5 bis 10 Minuten für, ja, 8 bis 10 Münzen, und dann lockt ihr die Twinks durch, wenn ihr viele Twinks habt. Wenn ihr nicht so viele Twinks habt, dann könnt ihr es mit einem Char auch spammen, dann kriegt ihr halt immer die Endbelohnung von 3 Münzen und den Beutel auf Chance, wo dann nochmal 1, 2, 3 Münzen drin sind. Ja? Also das ist wirklich die effizienteste Möglichkeit, die Münzen zu farmen. Das ist der erste Tipp, den ich euch geben kann. Zweites Event, was wir jetzt auch haben, also wie gesagt, die Kinderspielrauferei ist nur die Woche. Korras Rache ist ja jetzt noch den kompletten nächsten Monat. Da können wir auch relativ gut Münzen farmen. Und zwar, wenn wir da reinqueuen und das BG machen, kriegen wir an sich nicht viele Münzen. Aber es gibt hier auch eine Quest, die wir holen können. Und zwar bringt uns diese Quest insgesamt, insgesamt sind es 10 Münzen. Und wo bekommen wir die Quest her? Und zwar, ich zeige das euch anhand der Map. Ihr müsst einmal hier runter zu den Höhlen der Zeit, und in den Höhlen der Zeit, wenn ihr nach unten fliegt, da wo ihr auch quasi für die BGs anmelden könnt, gibt es einen NPC, und ja, die gibt euch einfach die Quest, dass ihr, ich glaube, 500 Ehre in Korras Rache erspielen müsst, und das könnt ihr abgeben und kriegt quasi dann 10 Münzen. Ist auf jeden Fall eine bessere Methode, als normale BGs zu spielen, denn man muss halt einfach nur in dem BG drinstehen, man bekommt automatisch nebenbei Ehre, und man kann da, also so semi-AFK kann man quasi im BG stehen, kann dann einfach das Ding abgeben, fertig.
ich habe das meistens auf dem zweiten Account gefarmt und das ging dann ganz gut. Jetzt kann ich euch mal kurz noch eine dritte Methode zeigen. Dafür switchen wir mal auf den Twink rüber. Und beziehungsweise ich kann euch hier auch mal zeigen, also mit dem Char, beziehungsweise auf dem Account habe ich schon mal ein bisschen die Münzen gefarmt. Ihr seht, meine Chars haben hier alle zwischen 10 und 18 Marken. Liegt daran, weil ich 10 von Korras Rache mit jedem Char geholt habe. Das ist eine einmalige Quest, also da müsst ihr auch wieder mit Twinks durchloggen. Und dann nochmal die 8 über das KI-Spiel. Und da sind jetzt schon 180 Marken über eine relativ kurze Zeit. Und das meiste habe ich nebenbei, ehrlich gesagt, AFK geleacht. Ja? Also das geht schon ganz gut. Warum bin ich jetzt auf den Char gegangen? Und zwar möchte ich euch noch eine dritte Methode zeigen, die man außerhalb von normalen BG spielen kann. Und zwar gibt es ja auch noch die Ordenshalle in Legion. Genau, Legion war's. Und hier gibt es eine Mission, und zwar volles Pfund auf die Nase heißt es, diese Mission. Und wenn wir hier mal drauf drücken, dann seht ihr, kriegen wir so einen, ja, eine Quest, die im BG ist, dass man eine BG gewinnen muss, ist aber relativ uninteressant. Interessant ist, es gibt hier, wenn ihr, also als quasi Zweitchance, wenn ihr hier 100% habt oder halt auch dementsprechend, wenn ihr 90 oder so habt, dann kriegt es halt nicht zu 100%, aber ihr habt zumindest eine erhöhte Chance, hier nochmal ein Ehrenabzeichen zu kriegen. Diese Mission könnt ihr öfter machen. Und zwar läuft es so, ihr müsst einmal mit eurem Char eine Tower-Quest in Legion absolvieren. Das sind die, die ich euch vorher gezeigt habe, also diese PvP-Quests. Vielleicht um es nochmal zu demonstrieren, wie das Zeug aussieht. Welt und dann hier Legion. Das sind die, wo so Schwerter dran sind. Das sind die PvP-Quests. Ne? Hier, hier, hier. Wenn ihr so eine abgeschlossen habt und eure Anhänger einigermaßen hoch sind, also ich habe mit den ganzen Twinks hier auch ausgemaxte Anhänger, deswegen habe ich hier auch 200%. Dann könnt ihr diese Quest kriegen, die könnt ihr einmal abschließen und ganz wichtig ist, ihr kriegt dann halt ein Ehrenabzeichen und was ihr machen müsst, ist dieses Quest-Item, das müsst ihr wegschmeißen und die Quest abbrechen, dann könnt ihr nämlich nach ein paar Tagen quasi diese Mission nochmal kriegen. Wenn ihr die Quest drin lasst oder das Ding nicht wegschmeißt, dann kriegt ihr diese Mission nicht, weil ihr sie schon habt quasi. Das Ding kann man mit einem Char etwa einmal die Woche machen. Und dann ist es halt nicht viel Aufwand. Mission starten, abholen, Abzeichen abholen. Das ist halt wirklich kein Aufwand. Wenn ihr viele Twinks habt, die damals die Ordenshalle so ausgemaxt haben, dann ist es vielleicht eine Sache, die für euch interessant ist. Ja, ich habe das mit ein paar Chars probiert. Ist eine ganz nette Geschichte. Manchmal triggert das Ding nicht. Ich habe bei vielen vergessen, die Quest abzubrechen. Ungut. Das sollte man machen. Genau. Das sind so die drei Extra-Methoden. Das hier könnt ihr immer machen. Die beiden anderen Events sind leider zeitlich gebunden und sonst müsst ihr halt leider PG spielen. Das, so blöd es auch ist, sonst kriegt man diese Ehrenabzeichen leider nicht auf anderem Wege. Ja, was ich noch empfehlen kann, sollte hier eine andere Rauferei sein. Die lohnen sich immer, weil es gibt eigentlich für jede Rauferei immer eine Quest, die ihr meistens hier drin annehmen könnt. Und abgeben könnt ihr sie übrigens im Boralos direkt beim Gasthaus daneben, beziehungsweise bei der Horde ist es, glaube ich, auch irgendwo da in Dazar'Lorde, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ihr seht auf der Map, wo ihr die Quest abgeben könnt. Genau. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem Video. Ich bin gerade noch im Überlegen, bevor mir jemand rumheult, dass er nicht weiß, wo er die Quest in Dings annehmen kann. In den Höhlen der Zeit laufen wir da noch schnell hin, dass ihr das auch seht, weil die Höhle vielleicht doch ein bisschen verwirrender für den einen oder anderen ist. Jetzt porten wir uns nämlich einmal nach SW mit meiner Main und dann könnt ihr nämlich, falls ihr das nicht wusstet, gibt es hier hinten ein Portal zu den Höhlen der Zeit. Ich meine, bei der Horde ist es in der unteren Etage. Ihr habt ja bei der Horde auch einen Portalraum und da gibt es, was viele auch nicht wissen, es gibt zwei Stockwerke. Also übrigens, das hier ist jetzt die Höhlen der Zeit, hier ist der Eingang, ne? Und da können wir runterfliegen. Wenn ihr das erste Mal macht, könnt ihr mit dem Drachen quatschen. Und der gibt euch eine Quest und dann werdet ihr automatisch runtergeflogen. Dann müsst ihr nicht hier die Maus immer 10-mal rumdrehen. Für die ganz faulen Leute. Ich meine, mit dem Twink hab ich das immer gemacht, dass ich quasi die Quest angenommen habe, weil die mich automatisch runterfliegt. Dann muss ich nicht selber fliegen. Ja, es ist ganz praktisch, aber nur so am Rande. Nein, was ich sagen wollte, bei der Horde ist es so, dass der Portalraum zwei Etagen hat. Und am Anfang, wenn ihr reinlauft, gibt es links eine Tür und da könnt ihr runterlaufen. Und ich meine, wenn ich mich jetzt recht entsinne, dass das Portal für die Höhlen der Zeit im unteren Teil des Portalraums war, falls ihr das nicht findet. So, jetzt haben wir natürlich hier den Warmode an, das solltet ihr nicht machen, weil hier schon ein Haufen andere Leute, ich hoffe, mich greift jetzt keiner an. Und zwar hier bei Chromi könnt ihr die PvP-Quest annehmen, die habe ich natürlich mit dem Char jetzt auch schon gemacht. Wie gesagt,
500 Ehre müsst, oh, der sammelt hier schon Energie. 500 Ehre müsst ihr quasi im BG machen. Wenn es ein gutes BG ist, schafft ihr das in einem BG und dann gibt es einfach wieder ab und gutes und vielleicht macht ihr hier den Wormwood aus, weil die andere Fraktion, die schnetzelt euch hier vielleicht sonst ab. Das wollt ihr nicht unbedingt. Genau. Ja, dann sind wir wirklich durch an der Stelle. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.